Die vollständige Pflege der bereits vorhandenen 4.500 Kilometer Hauptwege im Bereich des Thüringenforstes wird in einem Dreijahresturnus realisiert. Damit der Wald zur Erfüllung all seiner Funktionen zugänglich bleibt, müssen jährlich ca. 1.500 Kilometer Forststraßen mit einer wassergebundenen Schotterdecke unterhalten werden. Die Spezialisten von Thüringen Forst und der hessischen Firma Stehr entwickelten eine Sonderausrüstung für HBM-Grader, um die anfallenden Arbeiten kostengünstiger, schneller und umweltverträglicher zu gestalten. Um dies zu realisieren, wird an der Mittelschar eine hydraulisch absenkbare Aufreißvorrichtung und am Heck der Maschine ein Stehrplattenverdichter SBV80H2G mit einer speziellen Aufhängung angebracht, um die nachfolgenden bekannten Probleme zu lösen. Durch tiefe Spurrillen kann das Wasser nicht zur Seite in die Gräben abfließen. Nachdem die Banketten geräumt wurden, wird das Wegematerial auf die Fahrbahn geschoben und mit der direkt an der Graderschar angebrachten Aufreißvorrichtung wird die Fahrbahn dann auf Schlagloch- oder Spurrillentiefe aufgerissen. Es erfolgt hier eine optimale Durchmischung des Materials. Anschließend wird das Wegematerial zur Mitte hingeschoben. Durch schnelles Überfahren wird die gut durchmischte Straßenbaukörnung zu einem Dachprofil verteilt. Nun erfolgt das Verdichten mit dem Stehrplattenverdichter. Über eine spezielle Aufhängung wird die Außenkante zum Graben hin optimal mitverdichtet und das Wasser kann seitlich abfließen. Aber hören Sie selbst, Herr Uwe Rode vom Maschinenstützpunkt Hohenebra. Also das Maschinensystem, was wir hier im Einsatz haben, ist ein Plattenverdichter im Heckanbau, einem Gräber und zusätzlich ein Aufreißer am Mittelschar, um Wegebaumaßnahmen durchführen zu können, ohne Materialeinbau. Das heißt, wir können gleichzeitig die Wege aufreißen, profilieren und verdichten mit einem Maschinensystem. Das heißt, wir können sämtliche Kosten, die Material betreffen, dort einsparen, wenn wir genügend Material im Unterbau zur Verfügung haben. Vorteile liegen natürlich hier auf der Hand, dass der Aufraser ist genau an der Stelle, wo er bei dem Maschinensystem hingehört, nämlich im Blickfeld des Maschinenführers und nicht im Heckanbau. Durch den Anbau am Mittelschar ist jede Funktion des Schars nachvollziehbar. Seitenverstellung, Neigungsverstellung, die Ausfahrbarkeit in beide Richtungen, je nachdem wie der Untergrund des Weges vorhanden ist. Und der ganz große Vorteil ist, wir können auch Wege, wie sie in Thüringen gebaut werden, mit beidseitigen Querneigungen mit diesem
Aufreißer bearbeiten. Was bei einem starren Heckaufreißer nicht möglich ist, da wir hier die Neigung nicht verstellen können. Ganz besonders stolz sind wir bei Stehr, dass gerade die Jüngsten unserer Truppe, alles Eigengewächse, diese Anbauten technisch ausgeführt, während der Testphase begleitet und bis zur Serienreife realisiert haben.